Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Lienbacher, Personal aus Karlsruhe. Heute mal wieder mit einem interessanten Thema. Ich habe das sicherlich auch schon das eine oder andere Mal angesprochen. In meinen Beratungen ist es immer wieder eine Thematik, und zwar Krafttraining in Form von maschinenorientiertem Training, maschinengestützten Training oder Freihandeltraining. Da gibt es schon wieder einiges zu sagen dazu, und zwar folgendes. Man sollte sich, wenn möglich, circa 30% Maximum, 20-30% Maximum im Jahr mit maschinenorientierten Training beschäftigen. Isolierten, maschinenorientierten Training. Die restlichen 70-80% mit sogenannten Grundübungen, Mehrgelenksübungen. So, jetzt ist der eine oder andere dabei, der vielleicht noch nicht lange mit dabei ist in diesem Sport. Was sind Mehrgelenksübungen? Mehrgelenksübungen sind Übungen, wo über mehrere Gelenke gearbeitet wird, wie zum Beispiel der Kniebeuge, Arbeitsfußgelenk, das Kniegelenk, das Hüftgelenk. Beim Kreuzheben, Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Beim Military Press, Ellbogengelenk, Schultergelenk. Beim Bankdrücken, Ellbogengelenk, Ellbogengelenk, Schultergelenk, Ellbogengelenk. Und was eine isolierte Bewegung, zum Beispiel Bizeps Curls in der Maschine, eine reine isolierte Bewegung, ja? Okay, also Unterschied, das ist jetzt wahrscheinlich klar. Warum ist es eigentlich so? Warum ist das Freihandeltraining wesentlich wertvoller wie das isolierte Maschinentraining? Ganz einfach. Und zwar, wir bewegen uns als Mensch im freien Raum, draußen, in der Natur, immer mehr gelenkig. Nicht isoliert, ganz selten überhaupt isoliert. Dazu vielleicht noch ein kleines Beispiel, das natürlich den meisten auch ein Stück weit die Augen öffnet. Wir nehmen jetzt dich zum Beispiel und klonen dich. Wir machen zwei identisch gleiche Menschen mit identisch gleichen Voraussetzungen. Und der eine, der trainiert reines, maschinenorientiertes, isoliertes Training. Und der andere trainiert Mehrgelenksübung, Freihandeltraining. Nach einem Jahr tauschen wir. Und da stellen wir Folgendes fest. Nach einem Jahr, der Gute, der die ganze Zeit maschinenorientiert, isoliert trainiert hat, der soll sich jetzt mit Freihandelübungen, Mehrgelenksübungen beschäftigen. Macht es auch, geht auch einigermaßen gut, aber wir stellen fest, dass derjenige, der ein Jahr lang reines Mehrgelenksübungen, reine Mehrgelenksübungen ausgeführt hat, der geht an die Maschine und kann fast mit identisch gleichen Gewichten arbeiten, wie der, der ein Jahr lang dran trainiert hat. Umgekehrt ist aber so, dass der, wo maschinenorientiert trainiert, isoliert, dass der bei viel Übung, Kreuzheben, Kniebeuge, ganz unten anfangen muss. Wirklich ganz unten, mit minimalen Gewichten. So, was ist der Unterschied? Ganz einfach. Der Anspruch ans Gehirn, an das koordinative System, ist natürlich bei einem Freihandeltraining, Mehrgelenksübung, wesentlich höher. Es baut sich auch in der Regel, wer regelmäßig Mehrgelenksübungen ausführt, pro Quadratzentimeter mehr Muskelmasse auf. Weil natürlich auch unter anderem die Stabilisatoren maximal mitbelastet werden. Somit, ihr Lieben, nochmal kurz und knapp und bündig. 70-80% pro Jahr beschäftigt euch bitte mit Mehrgelenksübung, Freihandelübung, und ca. 20-30% im Jahr mit isoliertem Training. Wann kommt das isolierte Training zum Tragen? Das kommt dann zum Tragen, wenn ihr euch auszieht und vor dem Spiegel steht und sagt, oh, meine hintere Schulter zum Beispiel, die ist viel zu schwach. Oh, meine Brustmuskulatur, die ist im Verhältnis zur Schulter und zur Trizepsmuskulatur viel zu schwach. Oh, mein Trizep ist im Verhältnis zur Schultermuskulatur und zur Brust viel zu schwach. Oh, mein Beinbeuger ist im Verhältnis zum Vorderoberschenkel viel zu schwach. Da macht sich dann Sinn auch, sich mit isolierten, maschinenorientierten Übungen auseinanderzusetzen. Und die dann eben mal einsetzen, um diese Dysbalance aufzuheben. Da macht es Sinn. So, wenn ihr selber nicht in der Lage seid, euch vom Spiegel zu bewerten, diese Dysbalancen zu erkennen, dann könnt ihr euch auch gerne hergehen und könnt natürlich auch einen versierten Trainer mit langjähriger Erfahrung einfach mal damit beauftragen und sagen, mein Freund, schau mich mal bitte an und sag mir mal, was sollte ich beachten in meinem Trainingsplan? Wie sollte ich meinen Trainingsplan umgestalten? Das wäre sehr, sehr wichtig, weil umso harmonischer ist das Erscheinungsbild, Nummer eins. Und zweitens, die Verletzungsgefahr. Die wird wesentlich geringer, wenn ihr darauf achtet, dass keine Dysbalancen entstehen. Wenn ihr zu große Dysbalancen provoziert, dann entsteht ein Ungleichgewicht, zum Beispiel der gegenüberliegenden Muskelgruppen. Und das kann sich auch dauerhaft natürlich auch an den Gelenken bemerkbar machen. Oder auch an den Zähnen oder an den Bändern. Das ist möglich, und genau deswegen bitte achtet darauf, so wenig wie möglich Dysbalancen zu provozieren und dass ihr euch mehr mit den effektivsten Übungen von allen Übungen, die es schon ganz lange gibt, mit den Mehrgelenksübungen, mit den Freihandelübungen beschäftigt. Das war's schon. Andreas Lienbacher, Personal aus Karlsruhe.
für den einen oder anderen auch bekannt als Mr. T. Achso, ja. Sehr gerne konstruktive Kritik, bin ich immer offen dafür. Und natürlich auch gerne für einen Lob. Beides. Je nachdem, was ihr für mich übrig habt. Macht's gut, bis bald.